So. Ich dachte gerade, die Rüstung des Ponys wäre kaputt. Ist aber ja Unsinn. Was trägt denn zurzeit unser Schwertmeister? Achso, den habe ich erst eine neue Rüstung gekauft. So, Rolf trägt theoretisch genau eine Stufe darunter. Wobei, du kannst auch den Gambeston der Wache tragen. Das kann weg. Kohle kaufe ich nur, weil es gerade günstig ist. Ich glaube, ich gehe jetzt nach Südwesten, das nächste Gebiet. Obwohl. Oder ich gehe zum Makler zurück. Ach komm, erst wenn wir den Bandit unter Schub hier unten gemacht haben für. Nicht das Kompendium. Für die Pfade. Kraft und Macht. Kämpfe nach Aufgabe des Gegners vorgesetzt. Tapferkeitspunkte benutzen. 100 Kämpfe gewinnen. Vom Schicksal gesandter Befreier. Orte befreien. 20 Stück. 50 Rüstungen schmieden. Weil du denkst, what the hell? Einheiten getötet. 20 Gefährten rekrutieren. Kannst ja gar keine 20 Gefährten haben. Weil du ja gar nicht die Zufriedenheit so hoch halten kannst. Da musst du also wirklich effektiv Leute sterben. Also beziehungsweise, naja, es können mal Leute sterben. Was ist das übrigens für einen Banditenposten? Der irritiert mich ein bisschen. Ihr wurdet also auch einbestellt und der Abgesandte hat euch nichts darüber erzählt. Sehr seltsam. Wir dachten, wir seien die einzigen, die für diese Mission angehört wurden. Aber anscheinend wurden drei verschiedene Söldnertrupps damit beauftragt, dieses mickrige Banditenlager zu erledigen. Aber vielleicht ist das ja, hat das ja auch gute Gründe. Die Gefährten suchen neue Verbündete und werden die Fähigkeiten der Zusammenarbeit der Kandidaten auf die Probe stellen wollen. Kann man auch die eigenen Leute im Kerker verkaufen? Weiß ich gar nicht, ob du die gefangen nehmen kannst. Und da gleich 5 Banditengruppen diesen Unterschlupf verteidigen, gibt es bestimmt mehr als genug Zeit, Ziele für uns alle, stimmt's? Also dann mal los, wir treffen uns wieder hier, wenn wir unsere Feinde besiegt haben. Viel Glück, Leute. Ja genau, viel Glück. Was ist das? Schwächt die Verteidigung lieber, bevor ihr zum Angriff schreitet. Seine Bewohner machen wahrscheinlich die Gegend unsicher. Ach so. Man soll die Trupps, die hier außen rumrennen, zerstören, bevor man das Hauptding angreift. Obwohl, es sind 40 Ganoven oder was das jetzt gerade war. Was soll schon schief gehen?
Achso, man kann auch die eigenen Leute im Kerker verkaufen, hast du geschrieben. Entschuldigung, ich habe es falsch gelesen. Guten Abend, Vollroll, Rolli und danke. Du läufst zu der falschen Person, obwohl so greifst du gar keinen an, das ist auch in Ordnung. Können deine Truppen von hinten gemeuchelt werden. Für die KI gilt dasselbe wie für meine Leute. Wenn man von hinten angreift, ist die Crit-Chance höher. Also wenn die im Kampf sind und du greifst von hinten an, hast du eine höhere Chance darauf, einen kritischen Treffer zu landen. Aber Tiere sind einfach zu schwach. Also bis jetzt. Es war ganz nett, Tiere zu nehmen oder dabei zu haben, aber ja. Das bisschen Schaden, was die Tiere verursachen, die sind halt einfach Fleischschilder. So, 50% Zusatzschaden. Da titsche ihn auch mal direkt an. Galvanisieren, was das genau bedeutet. Ich bin nicht sicher, warum sie dieses Wort hier gewählt haben. Ich weiß auch nicht, ob es richtig ist aus der Übersetzung heraus, aber theoretisch ist sowas wie hochmotiviert sein gerade. Dadurch kriegst du 50% mehr Schaden, weil deine Truppen merken, dass sie am Gewinnen sind. Kannst du ihn wegprovozieren? Nee, du kannst nur Schutz machen. Egal, kriegst du auch so hin. Bam, bam, bam.
Während ihr beschäftigt wart, haben die sengenden Fäuste eine Banditengruppe besiegt. Ich muss rasten wegen den Aktionspunkten. Ich treffe den oberen nicht, weil der... Ja, weil ich nicht rankomme. Scheiße. So war es nicht geplant. Ich wollte nur ein paar Punkte generieren. Also Tapferkeitspunkte. Oh, ich fasse es nicht. Du machst 26 bis 42 Schaden, du machst 27 bei dem dann. Was ein Unsinn. Doch, ist so fast wie XCOM hier. Pack dir kurz den hier. Warum gibt es eigentlich keinen Mob-Superhelden? Ich glaube, der wird ganz gut ankommen. Mobsman. Keiner schnarcht so laut wie Mobsman. Und er läuft mit seinem Glubscharm ständig gegen andere Sachen. Ja, das ist positionstechnisch richtig kacke gewesen. Das war meine Schuld. Ich habe am Anfang nicht mehr genug Zeit genommen, die vernünftig aufzustellen. Ist das schön.
Ja. Nicht so wichtig. Hauptsache, wir machen den Zusatzangriff, dann fällt der weg. Und ja, lass sie mal fliehen. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend, T-Con. Also, beziehungsweise habt eine schöne Schicht. Ich merke langsam, dass ich müde bin. Nur noch 10,99. Keiner von denen will mit mir reden. Keiner hat mehr Zeit, mal zu sagen, ja, schön, dich kennenzulernen. Wolfgang will, dass ich mich strecke. Knack, knack. Wobei ich gerade merke, ich bin echt schon sehr müde. Ich wollte eigentlich 4 Folgen aufnehmen, aber ich glaube, ich werde nach der schon aufhören. Keine Power. Mit etwas Glück töte ich dich, ansonsten verlangsame ich dich nur. Ich glaube, ich verlangsame dich nicht genug. Doch, es reicht. Ich wollte mich nicht, dass der hier oben Taret angreift. Obwohl, jetzt kann ich ihn auch töten. Dann schnell Kaffee machen. Nein, kein Kaffee machen. Ich muss jetzt sagen, ich habe seit... Ja, schon seit ein paar Wochen keinen Kaffee getrunken. Nur an einem Abend habe ich Kaffee getrunken. Das war nämlich der Abend, wo wir WoW gespielt haben und ich auch so müde war. Das war das letzte Mal, wo ich Kaffee getrunken habe. Ich bin seit 28 Jahren kaffeefrei. Gratulation. Wäre ein bisschen schade jetzt um meine Kaffeemaschine, da ich nie wieder Kaffee trinke. Ich habe eh noch milden Kaffee. Ich trinke keinen starken Kaffee mehr schon, also schon seit einem Jahr circa. So genau, also grundtechnisch könnte ich nicht mal genau sagen, warum. Einfach, glaube ich, auch ein bisschen darum, weil Kaffee mich vielleicht noch mehr, also das Koffein mich nervöser machen würde. Sagt der, der gerade ein Glas Cola trinkt, aber
Ich habe Kaffee erst angefangen zu trinken, als ich einen Bürojob angenommen habe. Mit dem Bürojob kam die Kaffeesucht. Oder Tee. Nee, stimmt gar nicht. Ich lüge. Ich habe im Büro meistens Tee getrunken. Mit meinem eigenen Wasserkocher. Weil der Wasserkocher der Firma, egal wie häufig man den gereinigt hat, er war einfach eine eklige Scheiße. Also hat man sich einen eigenen geholt. Ich habe erst mit Kaffee angefangen zu trinken, als ich selbstständig wurde. Da habe ich angefangen mehr zu trinken. Und wegen meiner Ex-Freundin aus Trier. Die hat halt auch sehr gern Kaffee getrunken und da hat man halt immer Kaffee mitgetrunken. Und ich habe auf der Arbeit immer diese total süßen Schokokaffees und sowas getrunken. Was halt nicht wirklich Kaffee ist. Weil ich glaube, irgendwie 2% Kaffeebohnen sind da drin und der Rest, ja, war's halt. Der Rest ist halt nur Zucker und Kakaopulver. So, du Sau, machen platt. Ich glaube, jetzt sollte einer von meinen Leuten Level abbekommen. Ach, doch, da. Nee, ich mach bei dem auch den tödlichen Vertrag, dass sie die Anfälligkeit macht. Erlittener Schaden um 30% erhöhen beim nächstliegenden Gegner. Danke, Bossborn, für die 10 Abos, die du verschenkst hier. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Ihr braucht uns gar nicht so entsetzt anstarren. Wir haben Ogger und die sengenden Fäuste schließlich nicht einfach bloß aus Spaß an der Freude umgelegt. Die Gefährten mögen zwar drei verschiedene Söldnertrupps angehört haben, aber für diese Mission gibt es nur eine Belohnung. Ziemlich hinterhältige Taktik. Tja, wir werden auf jeden Fall alles tun, um die Belohnung in die Finger zu kriegen. Ihr seid bestimmt enttäuscht, wo ihr doch so hart dafür gearbeitet habt. Irritiert. Dankeschön, dir auch ein frohes Neues, Boss Burn. Wobei 5 Verbündete und von der Gegnerstufe alles cool.
Genau, schnapp dir mal kurz den General, damit die nicht mehr den Bonus haben. Lassen wir das mal gut sein. Ich hätte ihn jetzt auch töten können mit der Rauchbombe, aber naja. So, du wirst als nächstes dran da oben. Schön. Vor allem ist eine Schlacht, wir sind in Überzahl. Von Anfang an. Danke, mega ungenau. Deck 50 Schaden. Alle werden ganz böse und elendig geschnetzelt. Ich glaube, ich habe den Eber nur, weil er sich wie mein Hund anhört. So ein richtig schönes kleines Warzenschwein. Trotzdem verstehe ich nicht, warum die Schlacht jetzt so läuft, weil vom Text her war es doch eigentlich so, es gibt ja nur ein Kopfgeld, also beziehungsweise es gibt ja nur einen Preis für alle, also bekommt das halt derjenige, der jetzt noch am Ende überlebt. Also warum habe ich Verbündete? Nee, komm. Noch einer da. Das schafft sogar der Eber. Autos jetzt duellant. So, keine gute Rüstung, nur was zum Verkaufen, Skalpell zum Verkaufen, ein paar Blumen. Wir geben uns, bitte bringt uns nicht um. Wir wollen nicht wie sie enden. Wir sind euch nicht gewachsen. Sagt der Wache, dass wir uns ergeben. Friedlich. Holt euch aus dem Lager, was ihr wollt. Es gehört alles euch. Ja, nur doof, dass das Lager halt verschwindet.
Kann sein, dass hier die Level auch bis maximal 5 gehen. Oder nicht weiter. Also ist jetzt nicht schlimm. Du hast ein paar neue Reparaturkits. Das ist doch alles gar nicht mehr so schlecht. Und mein Geld ist wieder gestiegen. Haben wir noch irgendwas zum Herstellen? Nö. So. Auch wenn wir heute nur dann 2 Stunden gestreamt haben, würde ich jetzt Feierabend machen. Weil ich wirklich platt bin. Bin auch eigentlich seit 8 Uhr wieder wach. An einem Sonntag.